Heyo, meine Legionäre, und willkommen zu diesem Conqueror's Blade Talk Nummer 1. Warum es die Nummer 1 ist und das vorhergehende Video nicht mehr existiert, was Nummer 1 war, komme ich gleich dazu. Aber ich möchte, bevor wir zu den Themen, den wichtigen Themen kommen, vielleicht nochmal darüber aufklären, warum wir jetzt die Black Brotherhood heißen und auch unsere Symbole ein bisschen geändert haben. Das war ja vorher so ein rötlicher Hintergrund. Okay, er will gerade nicht, ist okay. Und wir hießen ja vorher die Bruderschaft und sind jetzt die Black Brotherhood. Die Bruderschaft war damals ein Kompromiss zwischen den ganzen Gründungsmitgliedern, die halt Namen vorgeschlagen haben. Und es wurde dann halt von den ganzen Namensvorschlägen konnte man sich am ehesten auf die Bruderschaft einigen. Damit hatten die Leute am wenigsten Probleme, dann die Bruderschaft zu heißen. Und die meisten neuen Mitglieder haben halt so aus einer Schnapsidee, wurde halt dann so ein bisschen mehr als eine Schnapsidee, da wurde darüber diskutiert. Und dann kam man halt so in die Richtung, yo, lass uns doch Brotherhood nennen. Und weil es aber halt schon eine Brotherhood of EU West 1 gab, haben wir uns halt dann, weil halt dann schon feststand, okay, es wird einen Surfer-Merch geben, noch was gesucht. Dann kamen wir halt auf Black Brotherhood und die Zusammensetzung aus Black Brotherhood ist im Endeffekt Bruderschaft, hier die Bruderschaft und hier Schwarze Legion. Die Bruderschaft ist mein eigenes Haus. Das, was ich von null auf mit Leuten zusammen hochgepusht habe. Wo wir jetzt gerade stehen, das ist so diese eine Faust. Und die Schwarze Legion, das sind die Menschen, denen ich diesen ganzen Spaß, diese ganze Sucht an dem Spiel schon zu verdanken habe. Aus Schwarzer Legion, also Black Legion, und aus der Bruderschaft oder Brotherhood wird sozusagen die Black Brotherhood. Daher kommt der Name. Mehr ist da nicht dahinter. So, komme ich mal zu dem Thema letztes Video, also das vorletzte Video in dem Moment. Der erste Conqueror's Blade Talk Video. Und ich habe euer Feedback erhalten. Ich habe auch das Feedback berücksichtigt. Von daher ist jetzt dieses Video dafür da. Das erste Video ist gone. Es ist einfach weg. Ich habe es gelöscht. Zu dem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, ist das andere Video gelöscht. Und ich möchte auch mich dann dementsprechend beim Haus Spandau entschuldigen. Auch bei Tummelwiese. Es tut mir leid, was in der Vergangenheit vorgefallen ist. Es wird in Zukunft nicht mehr vorkommen. Für mich ist dieser ewige, sinnlose Streit hiermit einfach aus der Welt geschafft. Ich sehe keinen Grund, diese Streitigkeiten fortzuführen. Aber im Endeffekt ist es dann so ein Kreislauf der Scheißigkeit. Also dieser Strudel der Scheißigkeit, oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Weil das Problem ist, wie es am besten aus. Die eine Seite stichelt, dann stichelt die andere Seite. Dann ist das immer so. Wenn man gegeneinander stichelt, dann soll man sich einfach mal richtig auf die Fresse hauen im Spiel. Sich gegenseitig einfach in einem Krieg mal bekämpfen. Und dann kann man sagen, yo, wir haben gewonnen, wir haben verloren. Irgendwas. Scheißegal. Hauptsache man hört auf, so sich über solche Sachen zu trash-talken. Denn, wie gesagt, ich habe auch gesagt, ich mag keinen Trash-Talk und habe im Endeffekt dann zwar niemanden persönlich, dadurch, dass ich nichts angesprochen habe, welches Haus gemeint war, aber die Leute wussten, welches Haus gemeint war. Und von daher auch nochmal, es tut mir leid, es wird nicht mehr vorkommen. Und für mich ist das Thema, wie gesagt, einfach aus der Welt jetzt. Ich werde nicht mehr in dieser Form schließen, ich werde auch meinen Mitgliedern sagen, dass es keinen Stellvertreterkrieg mehr geben soll, das heißt, wir werden keinen in der offenen Welt, nur weil er Spandau dran hält, irgendwas dann fragen, dürfen wir den abfangen? Das ist No-Go. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand einen Stellvertreterkrieg jetzt hier einmischt oder einen Stellvertreterkrieg daraus macht. Dieses Thema ist beendet. Diese Zusammenarbeit ist einfach, diese Zusammenarbeit, dass ich im Haus war, ist auseinandergegangen. Welche Gründe das waren, sind für mich jetzt uninteressant geworden, weil ich einfach jetzt sage, auch aufgrund dessen, dass ihr halt auch mir das Feedback gegeben habt, ich soll nicht an der Vergangenheit festklammern, ich soll in die Zukunft blicken. Also tue ich das. So, Ziel ist es jetzt,
uns weiter auszubauen, uns im TW zu besser zu festigen und diese Season vollstens zu genießen und auch zu hoffen. Das ist das, was ich jetzt sagen kann. Ihr habt das Video gesehen, was die Einheiten können. Steht noch nicht fest, aber es steht zum Beispiel fest, dass wir demnächst eine T5 Schildeinheit haben, die vielleicht sogar gut ist gegen Pferde. Was soll ich dazu sagen? Ich kann nur das hier machen als Ich freue mich da drauf. Was ich aber allerdings immer noch zutiefst verabscheue, ist die Aussage, dass ich der größte Abschaum der deutschen Community bin. Oder wie auch immer das ausgedrückt worden ist. Das bin ich nicht. Ich habe es bewiesen in dem Teil, dass ich mich für die deutsche Community oder allgemein für die Community von Conqueror's Blade eingesetzt habe. Ich hoffe, dass das, was ich von euch allen gesammelt habe, dieses Feedback, was ich an MyGames und so gesendet habe, dass es erhört wurde. Das hoffe ich zutiefst, weil das würde dann auch natürlich dann die Meta ändern, die es halt dann auf EOS 3 so gab. Ich meine, die Meta, jetzt funktionieren die Server wieder auf EOS 1. Es funktioniert alles. Es gab ein paar, sagen wir mal, es gab ein paar größere Schwierigkeiten beim Transfer. Aber es gibt im Endeffekt eine andere Meta auf diesem Server. Ihr werdet es irgendwann mitkriegen. Ihr kriegt es auch bestimmt in den Belagerungsschlachten mit. Das läuft alles ein bisschen anders hier. Und von daher muss ich auch hier dann erstmal die Meta von der nächsten Season finden. Einfach abwarten. Gebt dem Ganzen jetzt ein bisschen Zeit zum Abkühlen, dass die Leute nicht so verrückt drauf sind. Und dann das Spiel jetzt vielleicht quitten in der Preseason sozusagen. Und einfach abwarten, was dann so dann der Season Patch bringt. Wie gesagt, trotzdem appelliere ich trotzdem nochmal an alle. Cybermobbing und normales Mobbing, also Mobbing allgemein, macht das nicht. Der größte Shit, den es auf dieser Welt gibt. Ich kann euch sagen, die meisten Leute, also es gibt zwei Leute, die mobben. Die einen Leute, denen geht's scheiße und die wollen sich dadurch besser fühlen, dass es jemand anders scheiße geht. Und die anderen Leute sind scheiße und fühlen sich einfach noch geiler, wenn sie halt dann die anderen Leute psychisch oder körperlich fertig machen. Das heißt, die Leute, die scheiße sind, Arschlöcher, wenn ich das so sagen muss, die einfach auf anderen Leuten rumhacken, weil sie es können. Und es macht denen Spaß. Denen ist es egal, ob sie sich dadurch besser fühlen oder nicht. Die machen das einfach nur, weil es denen Spaß macht. Ist genauso verwerflich. Das ist auch im Internet so. Ihr seid nicht im Internet anonym. Ihr könnt auch, selbst wenn ihr auf Twitter, Facebook, falls es noch jemand nutzt, oder Instagram, was ich auch benutze, wenn ihr dort jemanden zutiefst beleidigt, kann diese Person ohne Stress sich Hilfe suchen und einfach zur Polizei gehen und sagen, yo, Anzeige ist raus, Kollege, du beleidigst mich dort und das geht gar nicht. Dann macht euch damit strafbar. Und ich kann euch sagen, Mobbing schädigt Menschen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich überlege immer noch, wie ich das Video am besten darlege, wie es mir persönlich selbst in der Kindheit, in der Jugend und im Erwachsenenalter so ergangen ist, warum ich so bin, wie ich bin. Ich bin zum Beispiel, ich habe einen ganz stumpfen Humor und ich bin komplett immun gegen Sarkasmus und Ironie. Das hat auch ganz bestimmte Gründe. Aber wie gesagt, ich bin selbst in meiner Kindheit gemobbt worden. Ich habe jetzt diesen Schild vor mir, dass Sarkasmus, Ironie, sämtlicher Stumpfheit und sowas von anderen, wenn ich es nicht mitkriege, dass es Sarkasmus oder Ironie ist, das prallt einfach so außen dran ab und dann nehme ich das für bare Münze. Deshalb auch nochmal hier. Es tut mir leid, wenn ich dann Leute vielleicht fälschlicherweise angegangen habe oder ähnliches. Das ist mein Charakter und das zu ändern, ich arbeite seit Jahrzehnten daran, ein normales Leben führen zu können. Und wie gesagt, mehr dazu werde ich auch in meinem eigenen, also in einem Video, wo ich dann, ich weiß nicht, wann es kommt, ich kann nichts versprechen, wo ich aber dann definitiv darüber reden werde, wie es mir in meinem Leben ergangen ist.
warum ich jetzt hier sitze und für euch Videos mache, warum ich streame und versuche mir dadurch ein Standbein im Leben aufzubauen. Deshalb, falls ihr gemobbt werdet oder falls ihr irgendwo Teil von einem Mobbingkreis seid, durchbrecht diesen Kreis. Es ist ein Kreis der Scheißigkeit. Ihr mobbt jemanden, dem geht es scheiße. Im schlimmsten Fall geht der dann zu jemand anderem, der mobbt einen wieder. Also der wird dann von, der mobbt dann jemand anderen, dann fühlt der andere sich scheiße und dann im Endeffekt ist die Spirale wieder am Anfang. Der mobbt sozusagen, es sind drei Personen. Person 1 mobbt Person 2, Person 2 mobbt Person 3 und Person 3 mobbt Person 1. Das heißt, ihr dreht euch im Kreis immer weiter nach unten. Da gibt's kein Zurück mehr irgendwann. Irgendwann seid ihr alle kaputt im Kopf. Das muss nicht sein, das darf nicht sein. Menschen sollten nicht so sein. Was sind wir? Wir sind trotzdem so scheiße zueinander. Deshalb, kannst du mal wiederholen, es tut mir leid, wenn ich so zu euch gewesen bin. Das soll nicht wieder vorkommen. Jetzt habe ich gerade einen Faden vor, weil das wieder so etwas emotionaleres Thema ist. Ja. War es im Endeffekt schon zu diesem Thema Mobbing und warum wir jetzt die Black Brotherhood heißen. Für mich persönlich habe ich auch nach eurem Feedback mit dem Thema einfach noch mehr abgeschlossen, als es schon ging. Ich werde es nicht mehr ansprechen. Es ist einfach so. Weg ist es so. Wie Rauch steigt es gerade nach oben und ist weg. Verflüchtigt sich einfach in Wohlgefallen. Und für uns heißt jetzt als Haus, in die neue Season gucken, schauen, wo wir stehen, und dann einfach abwarten, was passiert. Persönlich wollte ich nochmal ansprechen, das Thema, weil ich ja sagte, das Thema jetzt hier ist abgehakt. Und zum Thema nächste Season. Ihr könnt bereits den Season Pass für Season 7 vorbestellen. Ich persönlich habe ihn natürlich schon vorbestellt, weil ich habe damals halt die 75.000 Sovereigns bekommen. Ich sag mal nicht, dass ich sie schon 50.000 aufgebraucht hatte. Aber ich habe halt auch, wenn ich es euch mal zeige, ich habe sehr viele davon gekauft. Ich habe von den Befehlen einige gekauft, wo ich dann halt mein Lager vergrößern konnte. Die sind jetzt hier nicht mehr angezeigt. Ich habe unser Haus umbenannt. Kostet ja auch im Endeffekt 30 Euro. Ich habe mir ein paar Skins geholt. Und vor allen Dingen habe ich Skin-Kisten geholt gehabt, die es hier mal im Angebot gab. Und dieses Angebot hier, wöchentliches Limit einmal, das nutze ich auch immer wieder. Weil diese 100% Einheiten-Erfahrungstoken, die sind geil. Und ihr kriegt jeden Tag 3 Stück. Und das holt, kriegt ihr 3 Stück oder so einmal. Und dann jeden Tag täglich 3 Stück davon. Und genau, ihr kriegt beim ersten Mal bekommt ihr 5 Einheitenmedaillen, 15 Einheitenmedaillen und 5 Supereinheiten, XP-Karten für einen Kampf. Und dann nochmal zusätzlich jeden Tag 3 von jeder Sorte, also 15.000 XP und nochmal 3x 100% mehr XP-Token. Und im nächsten Season Pass, ich möchte euch den nicht spoilern, weil wenn ich euch das jetzt spoilern würde, würde ich dann vielleicht manchen dann den Spaß daran nehmen, welche Einheiten, Skins oder ähnliches kommen. Das mache ich nicht, das könnt ihr euch selbst informieren. Und ich kann euch aber sagen, dass wenn wir auf Kampagne gehen, auf Herausforderung, und wir gehen jetzt mal in Season 2 rein. Einfach nur mal so, dass wir das sehen. Es reicht eigentlich schon, wenn ich euch das Bild davon zeige hier. Diese Rüstung wird wieder erscheinen. Wird eine Rüstung sein, die ihr im Shop kaufen könnt. Weil wenn ich euch das zeige, wir haben jetzt im Dingenladen, das ist Season 2. Season 5 hatten wir Season 1. Wo ich bedauerlicherweise nicht den Einheitenskin von den Einheiten freigeschalten habe, weil ich einfach dumm war und habe das nicht komplett fertig gemacht. Und ich kann euch jetzt sagen, es gibt in Season 7 wieder die Skins von Season 3 zu kaufen für Einheiten, für Waffen und für den Helden. Ob eine Pferderüstung dabei ist, weiß ich nicht.
Aber auf jeden Fall gibt es wieder meine Legionärsrüstung. Die hatte ich euch ja, glaube ich, schon mal gezeigt, wo ihr dann diese Maske auf habt. Und ich sag euch auch immer zu meinen Zuschauern, hey, meine Legionäre und willkommen, bla bla bla. Ne? Das heißt, ich sehe alle Leute als Legionäre an, einfach weil das so ein Thema ist. Es zieht sich ein Stück durch meinen Kanal. Und das macht auch Spaß. Es hat einfach, jeder braucht so sein eigenes Konzept und bei mir sind es halt einfach meine Legionäre. Und das finde ich halt, das ist super. Einfach auch, weil die Waffen aus Season 3, ja, Season 3, die sahen halt richtig geil aus. Also gab es richtig geile Skins dabei. Und wie gesagt, auch, ich hoffe auch für die Zukunft, dass das Feedback, was ich von euch allen bekommen habe, zum Thema, was geändert werden sollte, am besten am Spiel, dass das auch alles erhört wurde und dass es nicht wieder jetzt so hinausläuft, dass wir im Endeffekt nichts von dem, was wir uns erbeten haben oder verlangt haben, was sich ändert, gehört wurde, sondern einfach die Leute sagen, juckt uns nicht, lasst uns einfach unseren selben Kram wie früher machen, lasst uns die Leute auspressen vom Geld her und einfach dann ignorieren und so hier da setzen. Aha. Fände ich nicht gut. Ich persönlich hoffe einfach darauf, dass unser Feedback gehört worden ist. Und ja, mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht sagen. Mehr möchte ich auch nicht sagen. Ich möchte das Video auch nicht in Länge ziehen. Sagt, Zukunft soll so sein, dass wir alle wieder Spaß am Spiel haben. Ohne Trash-Talk, ohne irgendwas. Man hausintern Trash-Talk, ist das die eine Sache. Aber es wird nicht mehr nach außen getragen. Von meiner Seite nicht. Und von den anderen. Aus meinem Haus auch nicht mehr. Bis dahin. Viel Spaß und immer schön gesund bleiben.